GUI und Nebenläufigkeit in Android. In einem Vorgängervideo habe ich über Probleme damit gesprochen und hier werde ich entsprechende Lösungen präsentieren. Was waren die Probleme? Problem 1 war, der UI-Thread darf nicht überlastet werden und er darf nicht blockieren, damit die Oberfläche nicht einfriert. Eine Lösung dieses Problems ist, man programmiert dedizierte Hintergrundthreads, die sich um eine Reaktion auf Ereignisse an der GUI kümmern. Problem 2, was damit auftritt, nur der UI-Thread darf auf GUI-Elemente zugreifen. Hintergrundthreads müssen also ihre Ergebnisse an den UI-Thread zurückliefern, der sie dann darstellt, was den Programmieraufwand für die Ergebnisrückgabe erhöht. Es gibt in Android verschiedene Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem. Erstens gibt es die Klasse AsyncTask, zweitens die Activity-Methode RunOnUIThread und drittens die View-Methode Post. Alle drei Lösungsmöglichkeiten werden wir uns hier mit Beispielen anschauen. AsyncTasks sind dafür da, Operationen nebenläufig zum UI-Thread auszuführen durch Hintergrundthreads. Sie kooperieren dabei eng mit dem UI-Thread. Sie übernehmen Parameter von ihm, sie können ihn über ihre Fortschritte informieren und sie geben schließlich ihre Ergebnisse an den UI-Thread zurück. Man kann also sagen, die Klasse AsyncTask ist eine Hilfsklasse, eine Helper-Class, um das nebenläufige Event-Handling nebenläufig zum UI-Thread zu erleichtern. Die Klasse AsyncTask ist recht allgemein gefasst. Erstens gibt es hier generische Typen für die Parameter, die Fortschrittsinformation und die Ergebnisse. Und der Programmierer hat die Möglichkeit, die einzelnen Methoden für die Schritte des Event-Handlings selber zu programmieren. Ich werde zunächst die Klasse AsyncTask etwas allgemeiner im Detail besprechen und dann werden wir uns ebenso im Detail ein Programmbeispiel dafür anschauen. Die Klasse AsyncTask ist definiert als eine abstrakte Klasse mit den drei generischen Typparametern Params, Progress, Result. Abstrakt bedeutet, Programmierer müssen konkrete Unterklassen der Klasse AsyncTask schreiben. Sie müssen dabei insbesondere die abstrakte Methode DoInBackground überschreiben, in der die eigentliche Reaktion auf den Event stattfindet. Die drei generischen Parametertypen beziehen sich auf die folgenden Einsatzgebiete. Erster generischer Typparameter Params legt den Parametertyp für die Event-Handling-Operation DoInBackground fest. Der zweite, Progress, gibt den Typ für die Werte an, die den Fortschritt beschreiben. Und der dritte, Result, das ist der Ergebnistyp der Operation. Diese generischen Typparameter sind also Platzhalter für konkrete Typen, die der Programmierer in seiner Unterklasse einsetzen kann. Ein Beispiel. Ein Programmierer könnte eine Klasse MyAsyncTask als Unterklasse von AsyncTask schreiben und hier als konkrete Typen Long, Double und Boolean angeben. Was würde das bedeuten? Erstens, Long bedeutet, der Hintergrund-Thread bekommt Long-Parameter, mit denen er arbeiten soll. Ein MyAsyncTask-Objekt erhält also einen oder vielleicht also oder auch mehrere Long-Werte als Eingabe. Demzufolge hat die Methode DoInBackground, in dieser Methode steht ja der eigentliche Code zu der Eventbehandlung, einen Long-Parameter oder genauer gesagt einen oder mehrere Long-Parameter. Der zweite generische Parameter wird hier durch Double spezifiziert. Das heißt also, ein MyAsyncTask-Objekt informiert den UI-Thread über seinen Fortschritt mit Double-Werten. Das kann beispielsweise die Angabe sein, so viel Prozent der Arbeit habe ich schon erledigt. Die dritte Angabe Boolean bedeutet, der Hintergrund-Thread
liefert einen Boolean-Wert als Ergebnis. Entsprechend hat die Methode DoInBackground, die ja die Eventbehandlung macht, einen Rückgabetyp, den Rückgabetyp Boolean. DoInBackground könnte also beispielsweise eine Methode sein, die eine Long-Zahl n darauf testet, ob sie eine Primzahl ist und entsprechend einen Boolean zurückliefert. Wir sehen also, DoInBackground ist die zentrale Methode eines Async-Tasks. Es gibt aber weitere Methoden. Die Methoden, die zusätzlich zu DoInBackground definiert sind, sind erstens execute. Execute bekommt einen oder mehrere Parameter vom Typ params. Params, wir erinnern uns, ist der Parametertyp, Eingabetyp für den Hintergrundthread. Execute wird vom UI-Thread gerufen, um die Ausführung zu starten. Zweite Methode, DoInBackground, hatten wir schon besprochen, definiert die Operation des Hintergrundthreads. Da wird also festgelegt, was der Hintergrundthread tun soll. Diese Methode ist abstrakt, sie muss also in der Unterklasse überschrieben werden. Drittens gibt es die Methode onPreExecute. Sie wird vom UI-Thread ausgeführt, bevor DoInBackground beginnt. Die Methoden publishProgress und onProgressUpdate dienen dazu, Fortschritte anzuzeigen und darauf zu reagieren. publishProgress wird vom Hintergrundthread aufgerufen, um einen Fortschritt anzuzeigen. Entsprechend wird auf Seiten des UI-Thread onProgressUpdate ausgeführt, um darauf zu reagieren. Beide Methoden bekommen Parameter vom Typ Progress, also dieses zweiten Parametertyps, mit dem die Fortschrittswerte angezeigt werden. Die Methode onPostExecute schließlich wird vom UI-Thread ausgeführt, wenn DoInBackground zurückgekehrt ist. Sie dient dazu, das Resultat zu verarbeiten. Die Grafik hier zeigt, wie diese Methoden zusammenspielen. Auf der linken Seite haben wir den UI-Thread, also die Methoden, die durch den UI-Thread ausgeführt werden. Die rechte Seite zeigt den Hintergrundthread, also die Methoden, die im Hintergrund ausgeführt werden. Die Ausführung beginnt auf Seiten des UI-Threads, indem ein Async-Task-Objekt erzeugt und initiiert wird. Der UI-Thread ruft nun auf diesem Async-Task-Objekt execute auf. Execute triggert dabei die Ausführung von DoInBackground. DoInBackground wird durch den Hintergrundthread ausgeführt und die Parameterwerte, die der UI-Thread an execute übergibt, werden automatisch an DoInBackground transferiert, also vom UI-Thread an den Hintergrundthread übergeben. Um diese Kommunikation muss der Programmierer sich also nicht explizit kümmern. Bevor DoInBackground startet, wird auf Seiten des UI-Threads onPreExecute ausgeführt, um bestimmte Vorbereitungsaktionen durchzuführen. Während DoInBackground läuft, im Körper von DoInBackground, können eventuell Publish-Progress-Aufrufe ausgeführt werden. Damit wird dem UI-Thread ein Fortschritt angezeigt. Als Parameter bekommt Publish-Progress einen Wert vom Typ Progress, das ist ja der generische Typ für die Fortschrittswerte. Und dieser Aufruf von Publish Progress triggert auf Seiten des UI-Threads die Ausführung von OnProgressUpdate, wobei die Parameterwerte übergeben werden. Also auch diese Kommunikation der Fortschrittswerte vom Hintergrundthread zum UI-Thread muss nicht explizit programmiert werden. Schließlich endet die Ausführung von DoInBackground. Sie liefert einen Resultwert als Rückgabewert von DoInBackground und dieser Resultwert wird ebenfalls an den UI-Thread übertragen. Die Methode onPostExecute wird ausgeführt durch den UI-Thread, wobei sie den Resultwert von DoInBackground übergeben bekommt. Auch diese Kommunikation muss nicht explizit ausprogrammiert werden.
Als Beispiel schauen wir eine Applikation an, die wir eben schon angedeutet haben. Eine Applikation, die für eine große Zahl feststellt, ob es eine Primzahl ist. Diese Feststellung dauert lange. Wir starten sie durch Klick auf einen Button. Uns wird der Fortschritt dieser Feststellung angezeigt und schließlich wird das Ergebnis, ja, es ist eine Primzahl, auf dem Display erscheinen. Wie eben schon erläutert, steckt dahinter ein AsyncTask. Wir definieren hierzu eine Klasse MyAsyncTask als Unterklasse der vorgegebenen Klasse AsyncTask mit den konkreten Typparametern Long, Double und Boolean. Long, der Eingabetyp für die Berechnungsfunktion, hier große ganze Zahl. Double, der Typ für die Fortschrittsanzeige, hier ein Prozentwert, wie wir gerade eben gesehen haben, also eine Zahl potenziell mit Nachkommastellen. Und der Rückgabetyp Boolean, Ergebnis, Primzahl oder nicht. Entsprechend gibt es eine Methode DoInBackground. Die Methode DoInBackground kann einen oder mehrere Long-Parameter übergeben bekommen. Hier ist es jeweils nur ein Long-Parameter. Und schließlich wird die Methode DoInBackground einen Boolean-Wert als Ergebnis zurückliefern. Die Berechnung übernimmt diesen Eingabeparameter und berechnet in einem nicht optimalen Verfahren, es soll ja lange dauern, ob es eine Primzahl ist oder nicht. Und schließlich wird der entsprechende Ergebniswert wie bei einem normalen Methodenaufruf per Return zurückgegeben. Dieser Rückgabewert wird nun durch die Methode onPostExecute übernommen. Das, was DoInBackground also zurückliefert, kommt als Parameter in den onPostExecute-Aufruf hinein und wird dann mit SetText auf der Oberfläche angezeigt. Während der Berechnung wird in regelmäßigen Abständen innerhalb von DoInBackground die Methode PublishProgress aufgerufen, mit dem der Prozentwert, soweit bin ich schon, angezeigt wird. Dieser PublishProgress-Aufruf triggert den Aufruf, die Ausführung für OnProgressUpdate. Hier wird der entsprechende Wert des PublishProgress-Aufrufs übernommen und auf der Oberfläche angezeigt. Schließlich gibt es noch die Methode onPreExecute, die dazu gebraucht wird, um das Ausgabefeld zu löschen. Folgendes muss unbedingt klar sein. Die Methoden werden alle in der AsyncTask-Klasse definiert. Hier MyAsyncTask mit der Definition der Methoden DoInBackground, onPreExecute, OnProgressUpdate und so weiter. Ausgeführt werden diese Methoden aber durch zwei verschiedene Threads. Einerseits dem Main-Thread, dem UI-Thread, andererseits dem Hintergrund-Thread, der dem AsyncTask zugeordnet ist. Wir haben dies anhand dieser Folie erklärt. Links der UI-Thread mit seinen Methodenausführungen, rechts der Hintergrund-Thread mit seinen Ausführungen. Untermauert wird dies nun durch Lockhart-Ausgaben, die in dem Beispielprogramm anzeigen, wer was ausführt. Wir sehen, die Ausführung beginnt mit dem Main-Thread Nummer 2, der Execute mit der großen Zahl als Parameter aufruft. Unmittelbar anschließend führt der Main-Thread onPreExecute aus, um das Ausgabefeld zu leeren. Dieser Aufruf von Execute triggert nun die Ausführung von DoInBackground mit dem Parameter, wie er von Execute übergeben wird. DoInBackground wird durch den Hintergrund-Thread,
einen gesonderten Thread ausgeführt. Diese Ausgaben, die wir hier oben in den ersten vier Zeilen sehen, entspricht also diesen Angaben execute on pre-execute auf Seiten des UI-Threads, do in background auf Seiten des Hintergrund-Threads. Es folgen eine Reihe von Aufrufen von Publish Progress durch den Hintergrund-Thread, die jeweils die Ausführung von on Progress Update auf Seiten des UI-Threads anstoßen. Das unmittelbar zu sehen in den Lockhart-Ausgaben Publish Progress auf Seiten des Hintergrund-Threads, On-Progress-Update auf Seiten des UI-Threads. Schließlich endet die Ausführung von Do-in-Background, der Hintergrund-Thread gibt einen Rückgabewert, hier True, zurück und dies stößt die Ausführung von On-Post-Execute an mit dem Rückgabewert von Do-in-Background als Parameter Ausführung wieder durch den UI-Thread. Entsprechend dem, was hier unten gezeigt wurde, Do in Background endet, liefert einen Result-Wert. Dieser Result-Wert wird an OnPostExecute übergeben und OnPostExecute wird durch den UI-Thread ausgeführt. Die Klasse AsyncTask ist recht mächtig. Für spezielle Einsatzfälle gibt es etwas einfachere Alternativmöglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Methode Run on UI-Thread. Hier wird vorausgesetzt, dass im Hintergrund durch einen normalen Java SE-Thread eine Berechnung durchgeführt wird und dass dieser Thread dann das Ergebnis auf der Oberfläche anzeigen möchte. Er kann dazu die Methode Run on UI-Thread aufrufen. Run on UI-Thread ist eine Methode der Klasse Activity, die ein Runnable-Objekt als Parameter übergeben bekommt. Dieses Runnable-Objekt wird dann durch den UI-Thread ausgeführt. Die Programmstruktur wird hier skizziert. My Background-Thread ist der Hintergrund-Thread, der in seiner Methode Run das Resultat berechnet. Anschließend ruft dieser Hintergrund-Thread Run on UI-Thread auf und übergibt ein Runnable-Objekt. Dieses Runnable-Objekt hat eine Methode Run und in dieser Run-Methode wird beispielsweise auf einem Ausgabefeld die Methode setText mit dem anzuzeigenden Resultat aufgerufen. Dies wird durch den UI-Thread ausgeführt und damit ist der Zugriff auf die Oberfläche möglich. Alternativ gibt es die Methode post. Auch hier wieder Hintergrundberechnung durch einen normalen Java SE-Thread, der dann post auf dem Ausgabefeld aufruft. Post ist eine Methode der Klasse View, steht also für jedes GUI-Element zur Verfügung und bekommt, wie eben schon gesehen, ebenfalls ein Runnable-Objekt übergeben und auch hier wird dieses Runnable-Objekt vom UI-Thread für die Ausgabeaktion ausgeführt. Die Programmstruktur sieht ähnlich wie auf der vorherigen Folie aus. Hier wird aber auf dem Ausgabefeld die Post-Methode aufgerufen. Sie bekommt wieder ein Runnable-Objekt und in diesem Runnable-Objekt findet dann die Ausgabe statt.